Dann fragen wir Boltax, was möchtest du in der Zeit tun? Wir haben ja die ganze Nachtzeit, oder? Das habe Im ich richtig Prinzip ja, verstanden. also 22 Uhr war es, als ihr euch getrennt hattet, als Serpentilio dann den Quetzlinger vorbereitet hat und dann morgens ist er wieder ins Zelt gekommen, hat ja geschlafen. Also du hast die ganze Okay. Nachtzeit. Perfekt. Und wir suchen das historische Yerkesh. Das habe ich auch richtig verstanden, weil ich ja beim Ja, letzten Mal nicht da das war. wäre im Prinzip auch die Möglichkeit für deine Zeitreise, ja. Genau, ich würde jetzt einfach mal, also ich würde mich erstmal natürlich auf die Kraftlinien einstimmen, auf denen wir uns befinden. Ich habe ja auch Kraftlinienmagie und dann würde ich einfach mal in die Vergangenheit blicken. Oh, alles klar. Ja, und dann werfe ich einfach einen Blick in die Vergangenheit und irgendwie gucken mal, was dabei rauskommt. Genau, dann kannst du mir nochmal sagen, das hast du beim letzten Mal in Janka getan, da ging es auch um den Genau. Magiergrafen. Richtig. Ich lese einfach nochmal den Text vor, was in der Wirkung steht. Aber ich werfe jetzt erstmal den. Also kann ja sein, dass das gar nicht funktioniert. Du musst Ne? jetzt mal einstellen, mit Intuitionspro plus 3 erleichtert um die Kraftdienststärke. Richtig. Also ich werfe erstmal die Intuitionsprobe um 3 erleichtert. Hier im Dreier erschwert und dann Ach so, erleichtert um um 3 8. erschwert. Also erleichtert um Okay. 5, aber was wahrscheinlich trotzdem schafft, vermutlich mit 5, 19. Ja, mit hat er gerade so, aber gerade so. Wenn es um 5 erleichtert ist. Ja, dann bin ich eingestimmt auf die Kraftlinie. Und jetzt würde ich tatsächlich Blick in die Vergangenheit werfen. Ja, Ich wenn weiß du gar dich nicht. einstimmst, kannst du ähnlich wie Abel mir erkennen, dass wohl in einem leichten Limbusschleier die Zelte um dich herum verschwinden und das eine oder andere Mal sitzt du auf einer Wiese, um dich herum kannst du viele Ziegen erkennen und in der Ferne, du würdest sagen 200, 300 Meter weiter, ein großes Feuerwerk. Okay, erleichtert mir das oder erschwert mir das den Blick in die Vergangenheit? Oder, Es also erleichtert es interpretiert. dir, Ja, weil du vor allem auf einer temporalen Linie sitzt, auf der Satinav-Kette. Bekommst so Okay. einen Kraftschub 6 erleichtert, also in dem Fall 8 durch 6 sind 8 Sechstel 1, sind 1, ja. okay, also dann nur eine Erleichterung plus die Erleichterung, weil ich mir für den Zauber natürlich trotzdem Zeit lasse, also eine 4er Erleichterung insgesamt. Gut, dann schauen wir mal, Blick in die Vergangenheit. Und ich würde ja einfach mal gucken, ob ich das historische Yerkesh finden kann. Das sieht gut aus. Ja, du bist ja nicht ganz sicher, wie die Zeiten verlaufen, aber dann konzentrierst du dich, blinzelst einmal dieses Feuerwerk wieder weg und kannst dann sehen, wie die Zelte in rasender Geschwindigkeit um dich herum abgebaut werden, verschwinden. Du siehst, wie die Personen um dich herum flackern, unglaublich schnell laufen und dann so schnell sind, dass sie eigentlich gar nicht existieren, dass sie einfach ausgeblendet werden. Die Gebäude um dich herum werden weniger und weniger und dann sitzt du wieder nur noch auf einer großen Wiese. Eine lange Zeit lang sitzt du auf dieser Wiese. Und dann kannst du sehen, wie wohl der See im Süden von dir, einige hundert Meter entfernt, sich leert. Der Regen strömt wieder nach oben und dieser See wird weniger. Plötzlich kannst du an der Stelle erkennen, wie alles wieder nach oben wächst und an der Stelle, wo der gewaltige See ist, wohl eine gewaltige große Festung steht mit zahlreichen weiteren Gebäuden, die einfach aufploppen und sie so eine lange, lange Zeit dort weiter existieren. Eine riesige Okay. Festung. Sehe ich irgendwas Besonderes an dieser Festung, oder nicht? Also sind mir irgendwelche architektonischen Baumerkmale, die besonders ins Auge springen? Gibt es Baukunstprobe. irgendwelche? Okay, alles klar. Wie lange ist dein Blick in die Vergangenheit? Prinzipiell kann ich den so lange machen, wie ich will, aber ich will den, ja, also ich gehe mal davon aus, bis zum ersten Kausalknoten maximal, aber ich will ja gar nicht so lange. Also ich will ja nur gucken, wo das historische Yerkesh besteht. Genau, Baukunst, hattest du gesagt. Baukunst. Genau. Habe ich null? Mal gucken. Das ist geschafft. Chastil. Okay, alles Also, das klar. ist nicht das, was in Kunchum vorherrscht, es ist noch älter. So diese Okay. Zwiebeltürmchen, die du überall erkennen kannst. Ah, Vielleicht okay, ja, sehr schön. so ein bisschen erinnert es dich an Fasar. Ah, cool. Ey, ja,
Alphasa ist ja älteste Stadt des Kontinents, da passt das schon ganz gut. Genau. Ja, dann würde ich an dieser Stelle auch den Blick in die Vergangenheit ruhen lassen. Ich habe ja jetzt die Informationen, die ich wollte. Und ich mache mir vielleicht, weiß ich nicht, auf so einem Schmierpapier noch eine kleine Notiz, wo das ist. Und würde dann mit diesem Wissen auch zu Zulamin gehen. Denn die ist ja auf der Suche danach. Genau. Als du die Augen wieder aufschlägst, stellst du fest, es ist wohl schon wieder früher Morgen. Rafim, was willst du tun? Und zwar, ich möchte versuchen, Kelbarra aufzutreiben. Ja, du findest die 2-3 Zelte weiter. Sie sitzt da so ein bisschen am Feuer und stiert in die Flammen. Naja, ich bin ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, aber würdet ihr es mir erklären? Immer diesen Sternen. Das kann ich gerne tun. Wenigstens ein Mann, der sich dafür interessiert, was seine Frau zu sagen hat. Und wenn ich und auch Zulamin eine Tochter von Niobara ist, dann gibt es wohl kaum jemand, der es dir besser erklären könnte, nicht wahr? Ja, aber mir redet ihr immer über den Bären und dann geht der Bär nach links und dann wandert der Bär nach rechts und dann geht der Bär nach unten. Ja, aber dann habe ich auch meist das Interesse verloren. Also gut, komm mit. Ich habe zwar gerade eben in die Flammen gestiert, die Position allerdings habe ich bereits erkannt. Komm mit. Damit erhebt sie sich und geht in Richtung Süden, in Richtung des Baron Ula. Wunderbar. Ich glaube, ich habe Sternkunde nicht mal aktiviert, also ich bin dumm wie Brot. Kein Problem. Sie blinzelt dann erst einmal, setzt sich so ein bisschen an den Baron Ula und schaut dann nach einiger Zeit zu dir. Also gut, je weiter du von anderen Gebäuden oder von Lichtquellen entfernt bist, desto besser kannst du dich auf den Himmel fokussieren. Es muss dunkel sein, das heißt keine Hintergrundstrahlung, kein anderes Licht. Und dann blickst du nach oben. Dort kannst du Sterne erkennen, die teilweise zusammenhängend sind, teilweise auch nicht. Die Götter haben sie an diese Stelle geschoben am Firmament und sie bilden Zeichen im Himmel. Siehst du das zum Beispiel, gerade für dich als Krieger von Kor? Das ist der Säbel. Na, aber jetzt habe ich eine Verständnisfrage. Also Fex klaut doch immer mal wieder einen Stern und packt einen neuen hin. So sagt man. Sind die Bilder doch anders, oder nicht? Das ist richtig. Die Bilder haben sich immer wieder im Laufe der Zeit verschoben. Das waren nicht nur Fex, sondern auch andere Entitäten. Das letzte Mal passierte dies zu Zeiten von Borborod. Ah, okay, also das passiert jetzt nicht ständig, sondern eher... Da geht das ja schon ein bisschen her. Nun, über 10 Jahre, ja. Ich habe allerdings festgestellt, dass in jüngster Zeit doch der ein oder andere Stern wieder einmal vom Himmel fiel. Und es wirkte nicht so, als dass er vom Fex-Sternhaufen kam, sondern... Aus Richtung der Sternenlehre dort sieht es so aus, als würde er bröckeln. Siehst du das Loch dort oben, dort wo es besonders schwarz ist? Ja. Drumherum kannst du einen großen Rand erkennen, der sich mit Sternen abgrenzt. Er definiert dieses Loch. Wir sagen dazu, das sind die Ketten. Und der ein oder andere Stern dieser Kette verlosch. Das heißt, ein moderner Sternkundiger... Ein Astronom würde sagen, dass der Namenlose an den Ketten zerrt und dafür sorgt, dass nach und nach etwas herunterbricht. Dieses schwarze Loch und die Ketten drumherum sind tatsächlich gut zu erkennen. Daneben kannst du übrigens das Sternbild von Kor erkennen. Naja, macht ja auch Sinn, dass wir nah dran stehen. Das da drüben ist übrigens die Stute oder auch mit Raya assoziiert. Macht natürlich auch Sinn, dass das Sternbild von Raya sich neben dem Namenlosen aufhält. Immerhin grenzt ihr Monat das neue Jahr ab. Naja, also jetzt mal eine ehrliche Frage. Ist das alles mit Sinn ausgewählt worden oder hat man sich den Sinn im Nachhinein ausgedacht? Nun, die Astronomie ist tatsächlich schon ziemlich alt. Damals waren es die ersten aranischen Frauen, die nachts am Lagerfeuer saßen, während die Männer, die tagsüber von der Jagd erschöpft waren, in den Höhlen geruht haben. Die Aranierinnen haben auf die Kinder aufgepasst, während der Nacht, als die Männer schliefen und in die Sterne geguckt. Und tatsächlich waren wir damals die ersten, die
sich nicht nur Geschichten dazu ausgedacht haben, sondern die Sterne auch mit Sinn erfüllt haben. Man kann damit die Zukunft vorhersagen. Naja, also Serpentilio war dieser ganzen Zukunftsvorhersage eher skeptisch gegenüber, bin ich ganz ehrlich. Nun, dann sollte er doch einmal mal mit den 7 Gezeichneten sprechen, immerhin haben sie diese Praktik vorangetrieben. Und niemand würde, glaube ich, sagen, vor allem niemand würde dem 3. Gezeichneten ins Gesicht sagen, dass er ein Idiot ist. Nicht einmal Serpentilio wäre so dämlich. Naja, also ich denke, es ist schwierig, ihn zu fragen, aber ich würde Serpentilio zutrauen, sagen wir es so. Das wäre sein letzter Fehler. Habt ihr das dritte Zeichen einmal kennengelernt? Also tatsächlich habe ich diese ganze Gezeichnetengeschichte nie selbst miterlebt. Nun, ich bin auch froh, dass ich ihm damals nicht gegenübertreten musste. Ich war noch zu klein, als die Schlacht an der Trollpforte geschlagen wurde. Ich hätte sie auch ungern auf Seiten von Borward gekämpft. Ich war damals immer noch ein Elberum. Aber damals hättet ihr es getan, oder nicht? Damals wurde mir keine Wahl gelassen, sagen wir so. Ich war eine Sklavin. Ja, wir haben alle schon mal auf der falschen Seite gekämpft, wisst ihr? Ja. Je nachdem. Ich glaube, wir haben beide schlimme Dinge getan. Aber das, was wir jetzt tun, ist das, was uns definiert. Und immerhin Zar war doch relativ zufrieden mit meinem Weg und wie ich die Zukunft beschreiten will. Sonst hätte sie mich nicht erwählt. Ja, das finde ich tatsächlich spannend hier, diese ganze Zar-Geschichte, weil ich bin ehrlich, da ist ja sonst ja ein bisschen zimperlich unterwegs und das würde ich euch ja nicht so zutrauen. Weil ich getötet habe? Unter anderem. Und immer noch töte? Ja, das nehme ich an. Nun, ich bin keine von diesen, ich sage mal, Hippies, die irgendwo am Zartempel im Kreis singen und klatschen und sich mit Kindern abgeben. Das mache ich nicht. Ich bin Heilerin. Ich verstehe mich auf die Heilkunst. Ich habe die Anatomie eines menschlichen oder auch andere Körper perfekt studiert und bin so sehr in der Lage zu heilen wie kaum jemand anderes. Deswegen hat mich Zar berufen, weil ich Leben bewahren kann. Nicht, weil ich es nicht nehme. Ich bin ganz ehrlich, ihr solltet diese Zar-Leute mal unterrichten. Die gehen mir nämlich immer fürchterlich auf den Sack. Mir auch. Und deswegen tue ich es nicht, weil sie mich so sehr nerven. Gut, das kann ich nachvollziehen. Ich habe das Unterrichten auch aufgegeben, aber die Junge macht sich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ihr meint Hippolyta? Ja. Ihr habt es tatsächlich geschafft, die Schwester der Kaiserin zur Chor zu bekehren? Applaus, Applaus. Ich glaube nicht, dass ihre Schwester oder gar ihre Großmutter begeistert davon wäre. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich befürchte, das ist einer der Faktoren, der sie dazu motiviert. Sie lächelt. Und dann würde ich mir von ihr die Sterne erklären lassen, ohne viel zu verstehen. Mhm. Ja, sie zeigt dir, wie gesagt, die Krone, die Schlange, das Lamm, den Kelch und weitere viele Sternbilder. Ja, damit kannst du es quasi auch aktivieren. Dann schreiben wir den nächsten Tag. Es ist der, wie gesagt, 1. Firun. Und ihr schlagt nach und nach allesamt im Zelt von Zulamin auf. Zulamin, du wolltest noch deutende Zeichen oder eine Liturgie, oder? Ich habe mich für die Prophezeien-Liturgie entschieden und ich bin die Erschwernisse, Erleichterungen durchgegangen. Ich glaube, das Einzige, was hier relevant ist, ist die göttliche Queste. Die hat beim letzten Mal eine 5er Erleichterung gegeben. Gebe ich dir immer noch. Gut, dann tragen wir das mal ein. Also Prophezeien ist eine Grad 1-Liturgie, das heißt wirklich nichts Schweres. Ja, und ersetzt gewissermaßen die Gabe Prophezeien. Und hier steht, dass es je nach Kultzugehörigkeit der Geweihten eben sehr unterschiedlich ablaufen kann. Und bei manchen Kulten ist es eben so, dass man die Prophezeiung auch im Traum empfangen kann. Und ich glaube, das würde hier sehr schön passen. Also nachdem alle gegangen sind, hat Zulamin sich hingesetzt und eben angefangen, über dem 7. Schleier zu meditieren, den seidigen Stoff durch ihre Finger gleiten zu lassen.
und sich auf dieses göttliche Artefakt einzustimmen. Und sie denkt an die Abbildung im Blauen Palast in Janka, wo man ja den Schleier und den Gürtel zusammen um die Hüften von Donatien von Terilia gesehen hat. Und sie fragt quasi die Erinnerung des Schleiers an seinen dämonischen Gegenpart an, um herauszufinden, wo der Zemal el-Sulef sich aktuell befindet. Und ja, also mit diesem Bild vor Augen würde sie dann irgendwann in Schlaf fallen, den Schleier immer noch zwischen den Fingern. Und vielleicht sendet Raja ihr ja einen Eindruck. Zunächst sind deine Träume vielleicht etwas enttäuschend. Du träumst von Sex, viel Sex. Und immer wieder siehst das du... Das ist nie enttäuschend. Ja, aber... Doch, denn Rashbatana kommt vor. Du siehst immer wieder diese Szenen von Wohlstand, von Sex. Und je mehr und je länger du träumst, desto größer wird dieses eine klaffende Loch, was du erblickst, was irgendwie so die ganze Zeit da war, aber eher in deinen Gedanken. Und je näher du dich darauf fokussierst und diese anderen Szenen ausblendet, desto mehr wird dir klar, dass diese Kluft oder diese Schlucht die Form einer gewaltigen Vulva hat, die umschlossen wird. Es sieht fast so aus wie ein großer Gürtel oder aber wie Ketten, als würde diese Vulva umschlossen werden, wie diese Gürtel, die dann Ehemänner ihren Frauen anlegen, wenn sie für ein Jahr in den Krieg ziehen, damit sie dann nicht mit anderen Männern schlafen. Diese, ja, wie man die Freiheit der Frau beschneidet, weil die Männer eifersüchtig sind und dann selber draußen in der Welt ihren Spaß haben. Ekelhaft. Aber immer wieder diese drei Gürtelketten, die diese Vulva umschließen. Und wenn du näher hinsiehst, kannst du wohl, das scheint dich zu verwirren, das ganze Bild scheint dich zu verwirren. Du weißt nicht, was Raya dir damit sagen möchte. Gewaltige Statuen erkennen von Echsen. Drei große Leviathane, die an der Stelle sind, wo diese Kettenglieder hervorragen. Sollte eines dieser Kettenglieder wegbrechen, bist du der Meinung, dass diese großen Statuen erwachen und dass auch diese Vulva dann frei ist? Und normalerweise wäre das etwas Gutes. Man sollte niemals diese Lustobjekt einer Frau verschließen. Aber du bist der Meinung, dass es dieses Mal wohl doch eine gute Idee ist, weil dieses Loch bösartig auf dich wirkt und die Dämpfe, die daraus hervorsteigen, giftig sind. Du bist einfach verwirrt, was Raya dir damit sagen möchte. Und wenn du dann erwachst, morgens hast du Kopfschmerzen. Ja, also Zulamin schläft nicht gut in dieser Nacht, obwohl Hassan über ihren Schlaf wacht. Und wälzt sich hin und her, krallt die Finger in den Schleier, als wäre das Einzige, was ihr Halt geben würde. Und erwacht dann mit dieser Warnung im Hinterkopf, denn das scheint es für sie zu sein. Ja, damit geht die Zeltplane auf und du kannst sehen, wie Boltax mit einer großen Schüssel mit Grießbrei hereinkommt. Einige Pfirsiche, die da wohl reingeschnitten worden sind, und ein paar Orangen, die auf einem zweiten Teller sind. Oh, guten Morgen, guten Morgen. Morgen. Ich sehe, ihr habt euch Frühstück besorgt. In der Tat. Ja, man will ja nicht vom Fleisch fallen. Ich habe die ganze Nacht nach dem historischen Jerkesh gesucht. Ich weiß jetzt, wo es ist. Das ist gut. Ich habe auch nach Antworten gesucht, aber sie waren weniger konkret. Serpentilio war soeben da. Sein Zauber ist abgeschlossen und die Sonne sollte bald aufgehen. Ich denke, wir müssen los. Ich denke auch.
No, Boltax, jetzt steht doch nicht so in der Tür, meine Güte. Du weißt doch, dass ich da nicht mehr durchpasse. Was ist denn? Ach. Einen wunderschönen guten Morgen, Raffin. Morgen. Zulamin, wusstet ihr eigentlich, dass es von eurer Göttin ein Sternbild gibt? Ja, es war lange Zeit das einzige Sternbild, das ich in der Lage war zu erkennen. Ich war ganz überrascht. Was? Oh, ganz schick eigentlich. Was hast du in der Nacht gemacht? Also ich möchte sagen, ich bin ein Experte auf dem Gebiet der Sternkunde. Das ging schnell. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke. Oh, welches ist euer Lieblingssternbild? Ja. Das Holzpferd. Ich würfel mal eine Klugheitsprobe, ob Raffim sich an einen Namen erinnert. Ja, derselbe. Derselbe, natürlich. Oh, ein wirklich sehr schönes. Und euer Lieblingswandelstern? Ja, wir sollten los. Mit diesen Worten drehe ich mich um und gehe aus dem Raum. Hab ich was Falsches gesagt? Ich glaube, er ist erst so halb ein Experte und Wandelsterne sind ein wenig komplizierter. Ah, oh, ich verstehe. Oh. Vielleicht wartest du noch ein bisschen, bis er seine Studien vertieft hat. Das ist eine gute Idee. Und Zulamin greift auch ihre Sachen und geht aus dem Zelt. Ja, so könnt ihr euch allesamt wieder sammeln. Die Festivitäten haben wohl bereits in den frühen Morgenstunden schon zugenommen. Ihr wisst nicht genau, was da gerade los ist, aber es gibt gerade zumindest ziemlich viel Gejubel von dem Bayronatssitz. Viele Geklatsche, das könnt ihr auch jetzt schon erkennen. Dann versuchen wir diese Ablenkung zu nutzen und möglichst ungesehen uns davon zu stehlen. Hervorragende Idee. Ja, Pferde lasst ihr stehen, könnt euch dann von dem Raya-Tempel bzw. von den Zelten in Richtung Osten aufbrechen. In die Richtung, wo ihr allesamt das historische Jerkesh vermutet. Zumindest Boltax kann das sehen. Auch Kelbarre hatte damit Raffim drüber gesprochen. Nur braucht ihr das Tyrrhenion-Tetraeder, um es dann aufzufächern. Aber zumindest habt ihr es dabei. Kelbarre an eurer Seite, natürlich dann auch euren Leibwächter. Und Hippolyta. Und selbstverständlich ist auch Diamantis dabei, denn seine Kopie sitzt gerade irgendwo im Bayronatspalast und wird verheiratet. Wo genau gehen wir also hin? Da vorne, seht ihr diesen See? Da waren früher mal Zwiebeltürme. Eine ganze Festung. Nur damit wir uns im Klaren sind, Boltax, führe mir die wie Zwiebeln aussehen, ja? Ja, es waren keine Türme, die aus Zwiebeln gebaut worden sind. Nein, nein, das war urtulamitischer Stil, ganz klassisch. Nicht so wie in Kunchom, sondern eher wie in Fasar. Also Aborja. Und ja. Wir erwarten, dass wir dort also das Objekt, nach dem wir suchen, finden. Ja. Nun ja, wenn dort einmal Gebäude standen, ist das zumindest schon mal ein guter Hinweis. Nun stellt sich die Frage, wie kommen wir über den Fluss? Vielleicht müssen wir das gar nicht. Was habt ihr herausgefunden, Kelbarre? Nun, die Sternbilder sind natürlich in dieser Präzision schwierig zu deuten, aber tatsächlich der See, das muss es sein. Wir werden also versuchen, mit dem Tyrrhenion-Tetraeder das zu tun, was Alric Donatian von uns wollte. Da war er doch aufgrund dieser Symboliken und Glyphen relativ eindeutig, nicht wahr? Gut. Dann tun wir also erst das, was er wollte, um ihm dann einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ja, wenn sie ihn herausholt aus ihrer kleinen Umhängetasche, könnt ihr auch sehen, dass er nicht nur leuchtet, wie beim letzten Mal, sondern jetzt sich auch so eine Verbindung in Richtung von Zulamin ausbildet, wie so kleine Elmsfeuer, die dann entlang zucken. Es tut nicht weh, aber du kannst sehen, wie sie auch in Richtung deiner Hände wollen, so grüne Schleier, die sich davon ausbilden. Kommt das von dem Ort, von der Kraftlinie, die Abel mir erwähnte? Das hat er zumindest Elborum nicht getan, was ich in euch gegeben habe. Ein interessanter Effekt. Nun, tut, was ihr tun dann lässt.
dann sollten wir es vielleicht gemeinsam versuchen. Ihr habt die magische Expertise, aber ich scheine wohl auch etwas damit zu tun zu haben. Und ich strecke auch mal die Hände in Richtung von dem Tetraeder aus. Ja, du kannst sehen, wie sich da wohl kleine Scheiben innerhalb des Enduriums und des Mondsilbers befinden. Und wenn du anfasst, dann siehst du, wie die Scheiben verschwimmen oder sich verschieben, so ein bisschen nach unten, nach oben, zur Seite. Es gibt eine halbe Drehung und dann siehst du, dass er eine neue Form bekommt und der Tetraeder wird rund. Und dann kegelförmig, ein Licht, was sich von ihm ausbreitet, von den Edelsteinen herausglüht und wieder rund wird. Ich denke, wir müssen ihn in der richtigen Position anhalten, oder was denkt ihr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Experimente haben noch nie geschadet. Nun, mir wurde gesagt, er würde die Sphären aufsplitten. Ich stelle es mir so vor wie ein Schleier hinter einem Schleier, einem Schleier. Oder wie die verschiedenen Farben bei einem Zahnprisma. Ich denke, wir wollen nur eine einzige davon. Also gut, dann fächern wir mal die Sphären auf. Und ja, wenn Drehen und Schieben erstmal nichts bringt, dann wird sie nach oben und nach unten mit ihrer Hand gehen. Und du kannst sehen, dass dabei ein grünliches Licht zurückbleibt an der Stelle, wo sie entlang gefahren ist. Auf dem Tetraeder? Nee, in der Luft.